Ja moin, wir gucken uns Furz an. Warum? Also Furz, 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 ne? Ihr wisst, was ich meine. Warum auch nicht? Ein bisschen die Kampagne. Spiel hat mich schon seit Jahren tatsächlich interessiert, aber ich hatte nie jemanden zum Spielen und heute dachte ich mir, scheiß drauf, spielst es alleine. Passt ja auch. Ich habe doch ein Feuerwerk versprochen und siehe da, der Drache spuckt Feuer. Ah ja. Wer im Holzhaus ist, soll nicht mit Steinen werfen. Ah ja, der Feind hat dieses von Panzerung versteckt. Das ist natürlich sehr doof. Allerdings gibt es hier eine Schwachstelle, an der es nur Verstrebung gibt. Cool. Bauen Sie eine Werkstatt hier und dann einen Mörser hier. Nutzen die Maschinenkanone, um uns zu verteidigen. Okay, das schaffe ich. Nutzen Sie die Maschinenkanone, um sich zu verteidigen. Und dann müssen wir warten, bis wir den Mörser haben. Ne, denn die Boys, die schießen auch schon. Aber wir haben natürlich... Hä? Ich wollte gerade sagen, wo hat der andere hingeschossen? Ich hätte es zweimal gehört. Naja, viel mehr können wir auch gerade nicht machen. Als zu warten erstmal. Ja, worum geht's eigentlich in Forts? Ja, die schießen sogar selber, muss ich nicht mal was machen. Ist ja noch einfacher. Komm hier, noch mehr Anti-Air. Warum denn auch nicht? Wir haben hier so lustige Treppen. Nutzen wir die doch aus. Man baut sich hier sein Fort natürlich. Wie man sehen kann, eindeutig. Und muss damit sich selbst verteidigen und natürlich auch das gegnerische Fort irgendwie zerstören. So, und das macht man, indem man hier so lustige Waffen baut. Na gut, meine Waffen sind jetzt hauptsächlich zur Verteidigung da. Aber das ist egal. Vermeiden Sie einen Treffer, treffen Sie einen Mörser. Das sollten wir schaffen. Jetzt können wir auch Waffen setzen. Das heißt, wir pflanzen... drei Mörser hin, deswegen habe ich hier links schon mal hochgebaut. Es ist in der Kampagne noch nicht so komplex. Zum Beispiel habe ich hier unendlich Ressourcen, einfach nur um das Spiel so ein bisschen zu lernen. Aber wir kommen dahin. Ich würde sagen, wir gönnen uns so ein paar Games. Ich will das aber wissen. In der Kampagne und dann schauen wir mal, was vielleicht der Mehrspieler oder auch, ich sag mal, die Einzelspieler-Dinge angehen. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie zu einer Serie machen. Ne, die weiteren Techniken erkläre ich später. Oder Mechanics. Wir haben hier unseren Kern. Der darf nicht sterben. Wenn der stirbt, ist alles kaputt. Unten hätten wir theoretisch Minen, die für uns Geld machen. Also Ressourcen oder Windkrafträder. Aber das haben wir ja alles nicht. So, und wir lupfen einfach mal hier so einen random Mörser rüber. Der tatsächlich einen von den Mörsern trifft. Das war aber nicht ganz das, was wir treffen wollen. Wir wollen so ein bisschen weiter nach hinten zur Strebe. Na, über die Distanz eine kleine Änderung natürlich sehr viel. Boah, aber ungefähr da, wo es hätte treffen sollen. So, der trifft jetzt bestimmt perfekt. Ja, ich habe meine eigenen Dinger gerade abgeschossen, aber auch egal. Zack. Haben wir das. Schauen wir direkt mal in die zweite Mission rein. So, sie brauchen mehr als einen Mörser, um mich mit all diesen Maschinenkanonen zu besiegen. Krass. Cool. Wie wäre es mit Sprengköpfen Überkompensierung? Hm? Was hat er denn? Hauptsächlich Maschinenkanonen. Das haben wir gelernt, wie wir das benutzen. Ja, ja, unser schwerer Mörser reicht nicht. Darum haben wir ein paar Sprengköpfe. Hm. Okay, ja. Okay. Ja, dann fahren wir nochmal rüber. Der Junge, der wird uns nicht groß angreifen. Wir sollen darüber fahren und wir sollen uns nicht an die treibenden Inseln festmachen. Okay. Passt, so würde ich sagen. Das mit den treibenden Inseln könnte schwer werden, uns da nicht festzumachen. Ich versuche mal hier so ein lustiges Seilmanöver. Ah, muss natürlich erst fertig bauen. So. Und dann hier so rüber zu joinken. Ja, wir sehen hier so ein bisschen, die verfärben sich. Hier ist ein bisschen viel Stress drauf auf den ganzen Dingern. Können wir das ein bisschen rausnehmen? Nicht wirklich. Schwierig, schwierig. Ich weiß nicht, ob wir dann da hinkommen, um ehrlich zu sein. Doch, kommen wir. Was ist, wenn wir den hier machen? Was ist, wenn wir den hier machen und dann den hier?
Ja. Okay, es ist sogar das Brückenbau. Ist ein Schwan geworden. Brückenbausimulator, aber hey. Nächste Mission wird dann lustiger. Das ist ja noch eine größere Strecke, oder? Naja. So, und dann machen wir quasi den gleichen Trick 17 wieder. Zack. Nee, nicht du. So. Es ist nicht schön, aber es reicht, damit wir Zugriff auf unseren lustigen Sniper haben. So. Feuern Sie einen Präzisionsschuss auf alle. Ist das. Ist das doch kein Panzerbrechender, oder? Nee. Ich kann die Maschinenkanonen ja baiten. Shit. Das wollte ich nicht so ganz. Okay, machen wir es nochmal. Maschinenkanone so ein bisschen rausbaiten. Shit, nicht ganz getroffen. So, aber den haben wir noch uns gegönnt. Mach noch nicht wieder zu. Lass den Spaß doch offen. Ach, wir sind echt nicht gut im Treffen heute. So, und der hat eine lustige... Wir aimen uns schon mal ein jetzt, ja? Er ist immer noch zu hoch. Wir sind ein bisschen blind heute. Der wäre fast perfekt, den nehmen wir. Wir schießen einfach irgendwo random hin. Lass doch die Tür offen. Zack. So, und dann muss der Junge nur noch treffen. Ich weiß nicht, wie weit ich schießen muss. Ich muss sehr weit schießen. Das hat nicht gereicht. So, ist der Winkel besser? Nee, er wird einfach nur schlechter. Aber andere Waffen habe ich auch nicht zur Verfügung, ne? Dann machen wir das doch so. Nee, warte mal, wir haben doch... Dafür brauchen wir ja eigentlich den Sniper, damit wir unsere lustigen Raketen nutzen können. So war das. Ja. Wunderbar. Okay, haben wir die Mechanik auch gelernt. Okay. Gut, Grabenkämpfe. Let's fucking go. Reicht. So, das heißt, ich habe ein Upgrade Center, ich habe ein Bombencenter. Das heißt, Feuermörsers kann ich hier bauen. Ja, dafür würde ich aber gerne, das hier irgendwie zumindest halbwegs safen. So, dann bin ich ja grundsätzlich ein Fan von Verteidigung, wenn möglich. So, was bringt mir der Sniper? Wenn ich einen Kilometer hochbaue, kann ich durchaus snipen. So, wie viele Mörser darf ich hier drauf platzieren? Drei. Drei passen auch in eine Gruppe. Das ist fein. Kann ja sonst nichts machen aktuell. Und dann gucken wir mal, wo wir ungefähr hin aimen müssen. Das ist, ja. Komplett für den Arsch. Der sieht schon besser aus. Nice. Ja, wir können ihn eigentlich einfach überwältigen mit unseren Mörsern jetzt, ne? Jetzt hat er nur noch eine Gatling zum Verteidigen. Und die ist auch weg und wir haben eigentlich schon den Kern. Guck mal, die treffen sogar auch. Boah, das muss nervig sein. Zack, das gleiche nochmal und das gleiche nochmal. Ja. Sogar ein bisschen Overkill. Wunderbar. Wir sehen uns beim nächsten. Lokalisieren Sie und sichern ein riesiges Ölfeld. Gönne ich mir noch ein bisschen Pepsi. Aua. Ah, jetzt. In response, the Iron Bear Alliance is deploying forts of their own to exploit the Eagle Empire's apparent misfortune and replenish their dwindling metal and energy stockpiles. Stay tuned for updates. Cool, wir haben ein riesiges Ölfeld gefunden. Und die Gegner wollen das natürlich auch haben. Sibirien. Also, wir müssen Kanonen bauen diesmal. Wir haben gerade den Kontakt zu unserem Hubschrauberträger verloren. Ivan, ich bin nicht in der Stimmung für Spielern. Das ist gut und wir sind nicht in der Stimmung, über die Zone zu verschwinden.
Der feindliche Fort ist groß, aber nur hölzerne Verstrebung errichtet. Aber nur aus hölzernen Verstrebungen errichtet. Das heißt, wir können erstmal nicht reingucken. Das ist doof. Wir haben einen Mörser für den Angriff und eine Maschinenkanone zur Verteidigung. Um sie schnell zu erlegen, bauen sie eine Brücke zu diesen Schluchten. Stellen sie eine Kanone her. Ja. Der Feind hat dasselbe vor. Was soll das denn? So, so kann er mich schon mal mit Mörsern nicht nerven. Und ich guck, dass ich ihn nerv. So. Und dann fahren wir da rüber. Also so. Ey. Okay, wunderbar. Wo landet der eigentlich? Nirgends, weil der Müll hat, gegen den ich nicht klarkomme. Gegen den ich nichts machen kann gerade. Was ein bisschen ärgerlich ist. Aber hey. Sieht okay aus. So, der Kern wird ja irgendwo in der Mitte sein. Das heißt, ich schieße einfach mal random in die Mitte. Okay, gewinnen Sie mit dem ersten Kanonenschuss. Hat wohl nicht gereicht, aber egal. Der ist ja nicht mal ansatzweise da, wo er sein muss. Der Junge. So, unsere Mörser machen eh den Rest. Aber es ist also mehr so unsere Maschinenboys. Ich schieße mal ein bisschen weiter unten rein, ja? Hat das Gefühl, da unten sieht es deutlich nicer aus. Mach die Tür auf. Armin, denen geht's nicht gut. Wir können ja mal Hallo sagen. So, da ich aber nicht mehr Mörser bauen kann, kann ich ihn auch nicht so ein bisschen überwältigen, was ein bisschen schade ist. Hallo? Sag mal, ihr habt einen Job und den macht ihr nicht mal. So, komm hier. Mehr von euch. Bisschen doof, dass ich da jetzt nicht durchgekommen bin, ne? Dann brauchen wir mal einen anderen Winkel. Bisschen weiter hoch vielleicht? I don't know. Oder sogar noch niedriger. Versuchen wir mal noch niedriger. Ja. Der wär's gewesen. Der wär's gewesen. Da war das Loch. Nice. Ja, komm, mit den ersten Kanonenschuss brauchen wir nicht. Wir sehen uns beim nächsten. Wir lernen ja noch Waffen. Beeindruckend, Drachenarmee. Ja. So, was sollen wir machen? Wir sollen einen Laser machen. Plasma-Laser. Ah, oh, habe ich ja schon. Warum schieße ich den denn nicht einfach? Ah ja, kann ich nicht, weil... Der da oben auf mich snipern tut. Oh, das war komplett daneben. So. Kann er sich mal getrost abschminken da. Das finden wir nämlich gar nicht so nice. Ja, komm, treffen wir den Sniper. Doch nicht dahin! Warum? Was hat er denn gemacht, ey? Ach, egal. Ich will das Schild hier ausschalten, ne? Das nervt halt ein bisschen. Wenn ich das mit dem ersten Laserschuss wegjieten soll. Kann ich noch mehr davon bauen? Ja gut, theoretisch unter mir selber. Das, oh, war nicht mal offen, das Ding. Vor allem da unten raus. Okay. Das heißt, ich muss auch unten da... Das haben wir natürlich komplett verkackt. Neustart. Jetzt wissen wir ja, wie es läuft. Wir gönnen uns die. Gönnen hier irgendwie ins Schild rein. Und treffen schon wieder den Kern nicht. Ist ja jetzt keine Kunst, ne? So.
Eigentlich muss ich ja nur gerade schießen, ja? Ja. Ich hätte einfach nur eine waagerechtes machen müssen. Zerstören Sie alle Präzisionswaffen? Wofür denn? Der kann mir doch eh nichts. Das haben wir gelernt. Laser sind, funktionieren gut gegen Nichtschilde. Zerstören Sie das feindliche Sort, verbinden Sie sich mit einer Rakete, gruppieren und feuern Sie einen Sprengkopf und Raketenschirm. Ja, das schaffen wir. Das heißt, ich kann hier ganz viele Raketensilos bauen. Okay. Machen wir das. Machen wir auch das. Jo, hört sich gut an. Hört sich gut an. So, irgendwo dahin. Ja, vielleicht nicht genau dahin, aber hey. Ups. Naja. Was kann ich eigentlich bauen? Warum baut er da automatisch Türen hin? Naja, auch egal. Ich hab ja das Geld. Kann ich eigentlich mehr bauen? Nee. Da oben ist ja sowieso der Kern. Ja, warum will ich denn da unten hinschießen? Sollte ja noch gruppieren. Ach, da brennt's. Ja, sagt es doch. Sagen Sie dies doch, dass es brennt. Ich will doch nur den Gegner hier rummieten. So, mein Schneiber. Der schafft das schon, ja? Und wenn wir das nicht schaffen, dann jeden war da ja gleich den Dicken. So. Warum habe ich da nochmal hingeschossen? Da wollte ich ja immer noch nicht rein, ne? Ach ja. Da oben will ich rein. Machen wir mal Tür auf. Das ist nicht die Tür, die ich meinte. Ach, komm doch. Dass sie da auch immer gegenfliegen müssen, ne? Ah, guck mal, die wichtige geht durch. Ich lasse es gleich abbrennen, wenn ihr da immer gegenfliegt. Was soll das denn? Die können es nicht lassen, ne? Die können es einfach nicht lassen. Okay, haben wir neue Waffen gelernt. Cool. Na, das waren noch 20 Minuten von der Kampagne. Ich würde sagen, wir machen die beim nächsten Mal einfach durch. Und schauen wir auch beim nächsten Mal schon mal so ein bisschen ins Online. Aber nur so ein bisschen. Damit wir so viel dafür kriegen. Ja, wir sind so ein bisschen durchgerusht. Wir sind aber auch Profis in den Game schon. Ich habe ein paar Videos schon mal gesehen. Na, ihr müsst euch jetzt die Tage mit ein bisschen schwächeren Videos begnügen. Ne, aber dadurch, dass die schwächeren Videos kommen, bauen wir so ein bisschen auf in die besseren Videos. Das ist, muss so. Ne, deswegen, danke fürs Zuschauen und wir machen nächstes Mal hier in, wo ist das? Mittleren Osten weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein. Bye-bye.